Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Push Permit. Und wie wir gehört haben, ist die Alarmsirene bereit und sagt, dass ein neuer Patient da ist. Jo, was war im letzten Part los? Wir gehen mal gucken, wenn wir da haben. Letzter Part war ganz witzig. Wir haben schon wieder. Ich stehe immer blöd mit meinem Hund hier. Komm, Hund. So. Erstmal streicheln und dann wirst du auch direkt gefüttert. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Warte, hier nochmal. So, heute gibt's mal, was ist denn überhaupt für ein Tag? Ich habe keine Ahnung, was wir gerade für ein Tag haben. Ja, komm, kriegst heute mal wieder leckeres Fleisch. Da. Letztes Mal gab's Kokosnuss, da erinnere ich mich noch dran. So, und jetzt möchte ich aber nichts mehr von dir hören. Letztes Mal haben wir hauptsächlich uns um die Beziehung gekümmert und, geguckt, dass wir hier ein paar Sachen verbessern können und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, dass ich mir eine falsche Zahl gemerkt habe, nämlich der Betrag für diese Versandkiste ist nicht bei 3.000, sondern bei 6.000 und wir brauchen 2.000 irgendwas von allen Holz und Stein. Also das dauert dann doch noch ein wenig, bis wir die fertig haben. Und Ru ist krank. Oh, mit dir habe ich ja letztens gesprochen. Ich hab ja nicht irgendwie, ne? Also weiß nicht. Gut, rechte Schulter, was haben wir noch? Linke Schulter. Oh Gott, was hast du mit deinen Schultern getrieben? Und den Fuß hast du es auch. Hast du irgendwas geturnt? Oder bist du vom Baum gefallen? Oder was hast du gemacht, Mädel? Ehrlich, ich weiß ja nicht, was die immer für lustige Sachen haben. Ah, ja, so war's wieder. So, das ist ja schon mal schön. Und noch einen bitte. Sehr gut. Ja, so muss das sein. Und was ist es? Erzähl. Da brauchen wir Sonnentropfen gegen feuchte Flecken, die sie da hat. Warum auch immer sie die da hat. Wir müssen das ja nicht analysieren. Wir könnten, aber wir müssen nicht. Ja, gucken wir mal. Haben wir hier das gleiche Spielchen nochmal? Genau. Ach ja. Das kriegen wir doch hin. Brauchen wir kein teures Serum ausgeben. So ist das. Der Punkt ist, wir müssen ja noch die restlichen Leute glücklich machen, damit die auch super mit uns befreundet sind, um da die Geschichten zu erfahren. Chili-Salbe habe ich nicht gegen Steifigkeit. Und was war es? Der linke Fuß? Das wäre gerade richtig. So, und hier haben wir auch wieder... ich habe kein ordentliches Serum, sehe ich gerade. Na gut, schauen wir mal. Das ist auch das gleiche Spiel. Ich wäre ja verrückt. Oh. Das daneben. Okay. Und tschüss. Was hast du da, Mädel? Sag's mir. War ja mal eine ganz einfache Diagnoserunde. Dann kann ich mich nicht beschweren. Also hier fehlt ein Donnerkuss und oben war es, was war es hier nochmal? Die Chili-Salbe. Okay, ich bin gleich wieder da. Dann gehen wir mal gucken, dass wir den Kram zubereiten. Damit dem guten Mädel geholfen werden kann. Ah, und dann müssen wir natürlich leider Gottes weiter sammeln, weiter gucken. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt gleich ans schwarze Brett gehen, dass es da neue Sachen gibt. Wir müssten ein, zwei Leutchen auf die nächste Freundschaftsstufe gekriegt haben. Also ja, was haben wir denn hier? Oder ich habe immer zu wenig von dem Schleimzeugs. Ehrlich, ich muss noch mehr Schleime umbringen. Aber gut, ich mache jetzt trotzdem mal drei davon. Ich bin ja auch dabei, ein bisschen auf Vorrat zu brauen. Autsch. Mann, reden kann man auch nicht mehr. Ja, und was war es noch gewesen? Da ist auch noch was. Hier, der Donnerkuss, genau. Der Donnerkuss. Haben wir da auch schon ein Rezept? Jawohl. Und da können wir auch mal. Komm. Halt. So war das nicht gemeint, aber okay, machen wir. Wir machen das auch so und dann machen wir das Ganze nochmal. Zweimal bitte diesmal. Ja, wenn es nicht einfach geht, dann muss es kompliziert gehen.
So, jetzt habe ich aber alles und dann gehen wir unsere Ruhe behandeln und dann gucken wir mal, was Sache ist. Ob unsere Aktion mit Gesprächen und Geschenken letztes Mal funktioniert hat. Ich hoffe doch. Mir ist auch aufgefallen, als wir letztes Mal mit Hannah gesprochen haben. Die stand oben an diesem... Ja, wie sagt man? Was mache ich denn? An diesem Stein, also über dem Brunnen, der ja schon verschönert wurde, an dem Mondstein. Genau, Mondstein. Der sieht immer noch ein bisschen komisch aus. Hat er erst noch nicht so richtig schön. So, erzähl mir doch mal was. Vielen Dank, ich kann es kaum erwarten, wieder zu Papa nach Hause zu kommen. Ja, mach das. Und gib uns ja Geld. Geld, genau, Geld ist es. Jawohl. Hast du gut gemacht, mein Mädel. Ich brauche ja so viel Geld noch. Ach Gott, nee. 6000, ey. Und dann brauchen wir natürlich auch Geld in den ganzen Kram, um uns unsere Möbel und alles anzueignen und zu beschaffen und so, ne? Das kostet ja auch. Ist ja auch nicht umsonst der Kram. Na gut, jetzt gucken wir erstmal, was hier Neues ist. Hannas Geschichte, das dachte ich mir. An Helene. Dein neuestes maßgeschneidertes Kleid ist fertig. Du kannst mich im Gasthaus zum trägen Krug treffen, um es abzuholen. Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Da ist sie im Gasthaus. Ui. Okay, gucken wir mal. Und hier, hallo Eumeli. Ja. Oh ja. Ich habe dir die versprochenen Kekse gebacken. Bitte komm ins Gasthaus. Wieder zum trägen Krug. Zum trägen Krug. Ah, oh Mann, war denn... Entschuldigung. Ich warte dort auf dich. Ah, hier ist ja prima. Montag besonders. Was haben wir denn jetzt überhaupt für einen Tag, Mensch? Dienstag. Er ist doch perfekt. Das heißt, ab zwischen, was war das erste? 11. Okay, ab 11 Uhr einfach mal ins Gasthaus gehen. Dann sollte doch da mal irgendwas passieren. Gut, und bis dahin gehen wir noch ein bisschen Sachen klopfen. Muss jetzt sein, ich brauche Schleim. Ich brauche diese blöden Schleime, da sind sie genau. Oh, ja. Und Steine und Ding brauche ich ja auch alles noch. Das ist ja auch... Hey, hallo, wird's mal auf zu hauen. Blödes Viech. Danke für den Ingwer. Hast du gut gemacht, Schnuffi. Also, ich mache erstmal Steinchen putt. So, und dann mache ich dich putt. Komm raus, da. Ab. Wieder nicht. Hey. Ich brauche aber auch euer Zeug. Ich meine, das nutzt nichts, wenn ich dich kaputt schlage. Ich muss da das haben, genau. Den Gelee. Der ist wichtig, der Gelee. Ich habe gerade viel davon verbraucht. Gib mir Gelee. Ja. Da, ihr merkt es, ne? Da kommt nicht jedes Mal Gelee raus. Frechheit hier. Was machen die? Da ist noch Gelee. Gut. Ich brauche mehr Gelee. Hopp. Bleibst du da? Klebegelee. Ja, Klebegelee. Wir haben ein Blümchen. So, so. Und ich behalte heute mal die Uhrzeit im Auge, damit ich jetzt hier nicht wieder den ganzen Tag verschwende. Also, ich verschwende den Tag ja nicht. Ich meine, wir sammeln ja Zeug, ne? Aber wir wollen ja natürlich auch mit der Story und allem vorwärts kommen. Und ich bin neugierig. Ich bin so neugierig, was jetzt kommt. Warte mal, da unten war aber noch ein Baum. Den wollen wir auch mitnehmen. Also, so, der ist mir. Ja. Eine Blume, die können wir auch mitnehmen. Falsche Richtung. Ich lerne es nicht. Welche Richtung muss ich klicken, um was zu bekommen? Das ist ja so kompliziert eigentlich. Nee, ich bin nur immer so unkonzentriert. Ich gebe es zu. Oh Gott, ich hoffe, das verändert sich dann auch vielleicht mal und die können da ein bisschen helfen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich im Ende Oktober endlich zu meiner Reha komme. Oh, freue mich. Freue mich wirklich drauf, doch. Aber ich muss immer noch Sachen vorbereiten. Und ich schiebe schon wieder. Das ist ganz schlimm. Ah, 11.30 Uhr. Gut, wir düsen ab. Wir düsen ab. Wo wollen wir hin? Ins Gasthaus. Das heißt, wir hopsen bei uns vorne hin. Kommt hier da aus der Denke. Und dann gehen wir mal gucken, wen wir zuerst treffen. Ob Martha oder Hannah. Ich bin gespannt, was die hier wollen. So, auf geht's. Aha, Martha.
Anna und Elena. Meine Güte, das Kleid, das ich bestellt habe, ist ja fantastisch. Danke, Hanna. Gefällt es dir wirklich? Natürlich. Es ist genauso extravagant, wie ich es wollte. Es sieht aber auch genial aus, wenn ich das so mal sagen darf. Schickes Teil. Das freut mich. Ich habe mich an einem von Novas Entwürfen orientiert, wie du mich gebeten hattest. Danke, dass du uns beauftragt hast. Schwupp, weg ist es. Und sie ist wirklich zufrieden, so wie es aussieht. Wann hat sie vor, dieses Kleid zu tragen? Vielleicht, wenn sie irgendwann mal Dino rumkriegt? Oh, dass ich dich hier treffe. Gut, dass ich dich hier treffe. Komm mal her. Ja, was willst du von mir? Hast du gerade Helene mit ihrem neuen Kleid gesehen? Ja, hab ich. Es ist im selben Stil gemacht wie Novas. Aber sie möchte, dass ich es etwas individueller auf sie zuschneide. Sie hat gesagt, es gefiele ihr. Natürlich, weil es Novas Entwurf ist, nicht meiner. Oh komm, Anna! Hast du immer noch die Komplexe? Sie ist ein Genie, was Mode angeht. Im Vergleich zu mir. Du sollst aufhören, dich andauernd zu vergleichen. Ach, schon gut. Denk nicht so viel darüber nach. Sagst du. Ich habe tatsächlich ein paar eigene Entwürfe, aber ich habe sie nie verwirklicht, weil ich das Gefühl habe, sie sind nicht gut genug. Das kenne ich. Also werde ich ein bisschen weiter forschen und lernen, damit ich so gut werde wie sie. Ich weiß, ich muss mehr üben. Naja, ich muss los. Wir sehen uns. Jo, tschüss. Wir sehen uns. Also, da muss wirklich was passieren. Das kann so nicht weitergehen, Mädel. Du bist ja genauso schlimm wie ich. Ein was für ein Hochstapler-Syndrom. Geh zu Novas aus. Okay, ja. Warte mal kurz. Warte, war das da? Nee, da. Ja, ja. Genau. Es scheint, dass Hanna ihren eigenen Modedesignfähigkeiten anzweifelt. Sprich mit jemandem, der Hanna nahe steht, um eine weitere Meinung über ihre Designs einzuholen. Natürlich passt da Nova. Ja, dann gehen wir mal zu Novas Haus. Beziehungsweise, Moment, ich bin ja gerade da. Wo ist denn meine liebe Martha? Oder machen wir das mit Martha hinterher? Ja, das mit der Martha machen wir später. Lieber eins nach dem anderen. So, Novas Haus ist nochmal wo? Ich kann es mir nie merken. Wagenschuppen, Osmans Haus, Novas Haus da. Sind wir ja direkt in der Gegend. So schön. Dann wollen wir doch mal schauen. Was Nova zu sagen hat. Immerhin ist sie ja das berühmte Vorbild. Ja, da sitzt so ein Schlürf Tee oder Kaffee. Oh, hallo Emily. Ja, es gibt Probleme mit Hanna. Kannst du irgendwie helfen? Also, Hanna fühlt sich unsicher, weil sie ihre Entwürfe immer mit meinen verglichen hat. Dazu hat sie doch gar keinen Grund. Ich arbeite sogar gerade an einem neuen Kleid nach einer Idee von ihr. Aha, okay. Ihre neuen Idee ist super. Sie ist eine sehr talentierte Designerin, vor allem was Kleider angeht. Aber ich habe ein kleines Problem. Mir fehlen einige Materialien für das Kleid. Ach ja, da komme dann ich wieder ins Spiel, genau. Möchtest du mir helfen? Ich wäre dir sehr dankbar, Emily. Natürlich helfen wir. Also, das ist die Liste der Dinge, die ich benötige. Zeige mal an. Komm wieder zu mir, wenn du alles besorgt hast. Okay, machen wir. Jojo, schwarzer Lotus, was? Majestätisches Horn. Ah, da fehlt mir eins. Ich hab doch schon gedacht. Boah, ich gucke mal, ich hab alles, aber nee. Das majestätische Horn. Da müssen wir dann leider noch mal ins Ödland für. Aber das machen wir auch direkt.
Ich will das haben. Horn, 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 Horn. Hier, wo ist mein... Da. Teleportieren wir uns mal schnell. Was habe ich denn für eine... Dings? Ich brauche... Da ist es doch. Ah, naja, komm, den Baum, wenn ich den jetzt schon anhau, kann ich noch weghauen. Na, Blödsinn. Ja, E-Kram. Und du bist dran. Zack, 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 zack. Ja, ich weiß, wenn ich in die falsche Richtung schlage, wird das nichts. Das ist schon klar. Und da haben wir unser majestätisches Horn Nummer 5. Wäre natürlich jetzt bescheuert, wenn ich das direkt abgebe. Dann habe ich wieder gar keins mehr. Wir müssen auf jeden Fall mehr Horn haben. Das heißt, ich muss mir noch ein paar von den Teilen da schnappen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Du bist ja eigentlich ganz lieber, aber ich brauche dein majestätisches Horn. Du bist echt wichtig. Du bist echt wichtig. Das ist ah, toll. Und hier sind so ein paar Blümchen auch mal echt wichtig. Nämlich die da. Da habe ich auch ganz wenig. So, komm. Aus ab. So, wo ist das nächste Horn? Nee, hier nicht. Oder Moment, geht's da durch? Nee, da geht's nicht durch. Ah, ich um meine Orientierung. Lässt du mich mal in Ruhe, bitte? Ich brauche noch so ein Horni. Da, so ein. Tut mir ja leid, aber. Aua! Gleich ist mit mir auch vorbei. So, wir haben mal zwei mehr. Das sollte reichen. Ich verpiesel mich hier wieder. So, gehen wir wieder nach Hause. Ups. Okay. Und geben den Kram bei Nova ab. Und dann bin ich doch mal gespannt, was dann kommt. Öffne. Nova! Ich bin da. Du aber nicht, ne? Okay, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich ist sie im Laden. Oder sie hat Feierabend um die Uhrzeit. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Könnt ihr auch meinen Hund fragen, ne? Ich könnte ja mal meinen Hund fragen, wo Nova steckt. Da ist. Ich gucke mal hier rein. Lass mal schauen. Ist Nova hier? Nein! Die, doch. Nee, Anna ist hier. Wo ist denn Nova? Verdammt. Hund, ich brauche dich. Du musst mal bitte Nova suchen. Ich finde die gerade nicht. Ja. Wahrscheinlich ist es direkt in der Nähe, aber ja, ich laufe halt immer falsch. So. Okay, wo ist er? Halt, lass mich doch nicht hinter den Bäumen rumkrabbeln. Ist er doch? Hinter den Bäumen. Nova versteckt sich. Ja, in der Kirche. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Oh, Victor. Was kommt denn jetzt, Leute? Siehst du diese Statue, Zenus? Ja, die ist schön. Die Leute kommen hierher, um eine Kerze anzuzünden und zu beten. Ich? Nein, ich möchte keine Kerze anzünden oder für dich beten. Manche Leute glauben, dass man so etwas für das Leben nach dem Tod macht. Und ich will nicht, dass du mich hier lässt. Ups, ich hoffe, wir haben den Frieden hier nicht gestört. Nein, stimmt nicht. Und ich will nicht, dass du mich hier lässt. Naja, egal, wir sehen uns. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. Ah, da sitzt Nova. Ja, also. Hi. Mercy, mit Mercy muss ich auch mal noch. Ne? So, Nova, guck mal, ich habe die Sachen gefunden, die du brauchst. Können wir damit jetzt was anstellen? Oh, du bist zurück. Und du hast alles besorgt. Okay, ich mache das Kleid so schnell wie möglich fertig. Komm bitte morgen zu mir nach Hause. Okay, das ist eine Ansage. Alles klar. Dann lasse ich euch beide mal allein, unterhaltet euch noch ein bisschen
Und wir gucken mal, was Victor macht. Ist er wieder hier? Ah, da läuft er rum. Hi. Hey, diese Blume sieht wie ein Schädel aus. Sie würde meinem Freund Amadeus bestimmt gefallen. Ich weiß nicht, von welcher Blume du sprichst, aber meinetwegen. Hier hast du noch ein bisschen Mondblume. Ah, du darfst das immer teilen, natürlich. Teile, wie du willst. So, jetzt fehlt da auch nicht mehr viel. Tschüss. Wen hatte ich eben gesagt? Mercy müsste ich ein. Warte mal, die sitzt doch hier. Oder? Mercy? Garrett mag grob erscheinen, aber er hat ein gutes Herz. Glaub mir, ich kenne Garrett schon lange. Aha. Oh ja, da sind wir auch ganz unten. Na bitteschön, also dann mal ein paar Mondblumen her. Sie sind eine sehr nette Person, danke. Sie sind eine sehr nette Person, das ist auch interessant. Als nette Person bezeichnet zu werden, na gut. Ja, was machen wir denn dann noch? Ich müsste eh mal gucken. Nee, falsche Richtung. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mal hier hin. Und zwar da. Blümchen haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Oh! Dev! Ach du Schande. Mit dem haben wir ja noch nicht mal grün. Puh, okay. Der ist auf jeden Fall. Garrett, das dachte ich mir, ja. Hannah, da sind wir gerade bei. Und Helene. Oh, sogar Kips und Laura und Dorfpartner. So, ja. Marielle auch noch. Ja, hier kommen wir hoffentlich weiter. Mal sehen. Okay. Oh, dich haben wir auch noch nicht, Opalherz. Okay. Da hätte ich gedacht, die hätte ich auch schon. Okay, das haben wir. Russo fehlt mir noch. Cecilia fehlt mir noch. Ja, Victor bin ich bei. Keks, ja, und dann, ja, noch, okay. Aber dann sehe ich wirklich, also es sind doch schon noch einige, wo wir was machen müssen, auch bei denen ich das so gar nicht erwartet habe. Wartet mal kurz, ich muss mal auf die Uhr gucken, ich habe gerade ja gar keinen Plan, wie viel Uhr wir jetzt eigentlich haben, also ich bin echt, ja doch, wir haben noch Zeit. Dann. Na, dann trinke ich erstmal was. Und dann könnte man ja auch mal wieder angeln gehen. Mhm. Oder so. Mhm. Ja. Oder so. Ach, was machen wir denn? Was machen wir denn? Es ist 18.20 Uhr. Ja, komm, wir gehen eine Runde angeln. Hi, Meierchen. Aber dass ich Dev noch nicht mal in grün habe. Das ist schon echt ein bisschen belastend. Ich dachte wenigstens, ich hätte sie jetzt alle auf grün. Komm. Ja, so ist es auch. Aber wir müssen ja auch mal angeln. Wir brauchen weiterhin Geld. Und ja. Außerdem brauche ich immer noch die letzte Angel. Die bessere. Damit ich auch mal. Puh, ich habe schon gedacht, jetzt hätte ich es verloren, weil er so grimmig geguckt hat. Jo, angel doch mal in die Richtung, bitte. Ganz weit hinter. Na kommt, guck, da kommt was angeschwommen. Beiß an. Ja. Ach, jo, das ist aber auch blöd. Das Angeln, also da muss ich wirklich sagen, das Spiel an sich ist ja ein schönes Spiel. Das gefällt mir auch total gut. Ich spiele das auch gerne. Der einzigste Punkt, wobei sie scheinen ein bisschen was geändert zu haben. Entschuldigung. Ist dieses Angelspiel. Es dauert so lange. Also ich liebe ja wirklich, insofern liebe ich wahrscheinlich Wildflowers. So. Man wirft die Angel aus, der Fisch beißt ganz schnell an und man muss auch nicht großartig damit irgendwas anstellen. Das ist einfach schön. Ja. Komm, beiß an. Hier musst du halt immer erst gucken, bis das zeigt, bis die Leine weiß ist. Da musst du aufpassen, dass die auch nicht wieder rot wird und so weiter. Hallo, mein Captain. Ich bin in einer Piratencrew. Wollen wir mal schwatzen? So, genug geangelt. Ja, heute ist ein toller Tag, ne? Ha, willst du sehen, wie ich mein Schwert schwinge? Ah, das wäre ein Spektakel, diese Landratte vom Captain. Dein Knien zu sehen. Ach, dein Knien zu sehen. Oh, ja, okay, gut. Hier.
Tschüss. So, ich würde sagen, wir sind jetzt einfach mal ganz frech und gehen frühzeitig zu Bett. Und ja, was haben wir denn eigentlich? Dienstag. Okay, wir könnten auch am nächsten Tag mal... jetzt können wir nicht gucken, oder? Ne, Tür ist verschlossen. Okay. Dann gehen wir am nächsten Tag auch mal im Rathaus gucken, was es wieder an neuen Aushängen gibt, weil das ja immer eine sehr gute Möglichkeit auch ist, um Geld zu machen. Und wir brauchen ja bekanntlich noch ganz schön viel davon. Ansonsten gehen wir jetzt einfach mal schlafen. Ja. Und ihr wachst bitte schön, ne? So. Dann gucken wir mal auf. Jupp. Schlafen. Jawohl. Na, gucken, ob wir Patienten haben. Jawohl, wir haben wieder einen Patienten. Sehr schön. Das bringt auch wieder Geld und Prestige und... Oh, guckt euch das an. Ernten. Ernten. Nein, hier. Ernten. Und... ja, zack. So. Könnten wir mal hier was pflanzen, bitte? Basilikumwachstum war... 2, 2, 2. Es ist schön, dass das Zeug auch wirklich schnell wächst. Das muss ich ja mal sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann sind wir hier. Bitte dahin pflanzen. Wo ist das nächste? Die Sonnenblume. Und dann gehen wir noch hier hin pflanzen. Und dann kommt da noch rein. Genau. So. Alles klar. Dann wächst da wieder was. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Hund. Du hast mich gestern nicht angebettelt. Das heißt, du kriegst direkt... Nein! Ich darf... Komm her. Schnuffel. Oh, ich muss dich füttern. Hier, heute gibt's mal wieder... was habe ich denn? Ach komm, du kriegst mal wieder Mais. Bitteschön. Ja. Ja. Magst ja auch, ne? So, und jetzt müssen wir aber mal gucken... Wen wir heute als Patienten haben. Wen haben wir denn da? Ich finde es witzig, dass sie alle immer in das gleiche Bett gehen. Oder verfragt. Die werden da immerhin verfragt, scheinbar. Ne? Nein, Nova, du kannst jetzt nicht krank. Ist das nicht eine Schweinerei? Wir brauchen Nova, um die Quest abzuschließen. Und dann muss sie natürlich krank werden. Ist ja typisch, ey. Rechter Unterarm, okay. Sonst nix. Und wegen so einem Firlefanz kommst du her. Also echt jetzt. Ah. Na gut. Mein Lieblingsspiel. Au. Erzähl mir was. Was hast du denn? Kräuterbalsam brauchen wir gegen Juckreiz. Den haben wir sogar. Seht ihr? Deswegen liebe ich auf Vorrat zu basteln. So, Behandlung ist abgeschlossen. Ja, komm, erzähl mir bitte, dass du glücklich und zufrieden bist. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich schulde dir etwas. Ja, ganz schnell gesund werden, damit wir endlich die Aufgabe da fertig machen können. Jetzt wollte ich doch zu dir, Mensch. Jetzt kann ich dich gar nicht besuchen. Was ist denn das jetzt wieder für ein Krampf? Nun gut, dann müssen wir das halt beim nächsten Mal machen. So, mal schauen. Gibt's neue Sachen? Wir gucken mal wieder. Ich könnte natürlich auch hier mal wieder ein bisschen was arbeiten. Ja. Und ich wollte ja dann ins Rathaus, genau. Aber erstmal gucken wir hier. Das ist das mit den Keksen. Und das war's dann. Hm, okay, Kekse. Ab 12 Uhr ist noch nichts Neues dazu gekommen. Mhm. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen noch ein bisschen hier hin. Genau. Und sammeln noch ein bisschen Zeug. Dann geht die Zeit rum. Und dann kann ich noch ein bisschen Klebe, Gelee oder wie das nochmal heißt, holen. Und irgendwas, ja. Müssen wir halt warten. Nee, nicht ins Ödland. Ich will nicht ins Ödland. Nee. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Wir wollen da hin, genau. Ja, hallo, du. Was mache ich da? Egal. Ist ja cool. Hier gibt es gerade ganz viele Bäume. Ah, ein bisschen Holz. So, komm her.
Packen wir ein bisschen Holz. Es muss ja sein. Ich meine, wir kriegen ja sonst unseren Kram nicht zusammen. Und wir brauchen ja über 2000 Holz und Steine und alles. Mal von den 6000 an Geld abgesehen. Ne? Muss ja auch alles. Ja, ja. Ist gut. Komm her, du. So. Dann machen wir das auch. Hallo? Hier. Oh. Und Baum. Stein. Ja. Und dann noch dieses Lavendel da hinten. Hab ich doch. Hab's zwar gerade erst gepflanzt, aber das macht ja nichts. Kann man ja nie genug haben, ne? Den Kram. Und schon haben wir hier wieder ein bisschen abgerodet. Und können uns über ein bisschen Material freuen. Ajo, jetzt habe ich wieder mehr Holz als Steine. Das ist verrückt. Ich glaube, ich fäll lieber Bäume, als dass ich auf Steine rumklopfe. So krass. So, warte mal, wo geht's denn hier lang? Ah ja, nimm mal. Und dann gehen wir nachher in die Kneipe. Also, ja. Und gucken, was Martha uns für leckere Kekse gebacken hat. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin echt so gespannt. Vor allem, ob wir ihr dann auch diese Mondbrosche schenken können. Da bin ich echt... Ja. Du. Naja. Komm her. Ist gut. Gib dein Fell. Hauen wir hier noch ein paar Steinchen rum. Ach ja, komm. Wenn ich schon hier bin... Nehmen wir den Mais auch noch mit. Aber ich glaube, ich habe recht. Also unser Hund will einfach einmal am Tag gefüttert werden. Und zwar ziemlich egal wann. Wenn ich den morgens mitfütter, dann gibt er den Rest des Tages Ruhe. Das ist eigentlich doch eine ganz gute Sache. Weil, ja, das hat mich dann doch irgendwann genervt. Man ist unterwegs, man achtet vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so aufs Hundilein. Und es steht da und sagt, ich habe aber doch Hunger. Mit einer Axt auf den Stein loszugehen, hat ja nur auch nicht ganz viel Sinn. Ah, was tue ich? Was tue ich, Leute? Verwirrung. Ah, Mann. Was sagt ihr eigentlich zu dem derzeitigen Wetter? Also, bei uns ist ja jetzt gerade August geworden. Und der Juli war ja mal so... Ja, also, ich gebe es zu, für mich war der perfekt, ja. Also, gut, es hätte weniger nass sein dürfen. Aber von den Temperaturen her... Sehr schön, sehr schön. Ich habe mal wirklich, wir hatten ja am Anfang vom Juli noch diese hohen Temperaturen, da war ich noch nicht so begeistert, aber seit es ein bisschen abgekühlt hat, fand ich das richtig nett. Der Punkt ist nur, es ist ein bisschen lang jetzt, ne, also das Wetter ist, naja, könnte wirklich besser sein. Da bin sogar ich ein bisschen traurig. Vor allem die Sonne fehlt. Es fehlt die Sonne. Man kann ja, also... Manchmal sitze ich hier und denke, wir haben schon Herbst und es wird schon dunkel und weiß nicht, ne? Das ist dann auch wieder nicht so schön. Hallo, was machen wir denn? Eieiei, so machen wir das. Da machen wir. Und gib mir dein Klebi. Danke. Klebi-Gelie. Ja, so ist das. Ach Gott, ja. Das tut man nicht alles, ne? So, wie viel Ding haben wir noch? Den noch? Ja. Und jetzt sind Ferien, ne? Ja, ich glaube, jetzt sind gerade überall Ferien. Und das ist halt das, was wirklich jetzt traurig ist, finde ich. Die Kinder haben so von den Ferien bei dem Wetter natürlich nicht so viel Spaß, ne? Also ich denke da gerade jetzt wieder an uns. Ferienkarte gibt es ja und die planen ja immer so schöne Aktionen und Ausflüge und keine Ahnung was noch. Das war immer blöd, wenn dann das Wetter natürlich nicht stimmt. Ne? Man ist im Freizeitpark quasi und kann nicht viel machen, weil das Wetter halt so bescheiden ist. Und es nur regnet oder so und man sich noch nicht mal in die Fahrgeschäfte setzen kann, ohne dass ein Bobbes zu kriegen oder ähnliches. Oder man durch den Matsch warten muss, wie jetzt im Wacken. Also, ja, das ist dann schon ein bisschen doof. Aber ich denke mal, also ich versuche das positiv zu sehen, ich denke mir, wenn das jetzt so ist, dann wird vielleicht der Herbst wieder richtig cool. Also, das hoffe ich einfach mal. Aua. Bär, du. So, und ich denke mal, jetzt habe ich hier genug gehackt. Erstmal wieder. Wir gehen mal hier rüber. Und ich werfe nochmal einen Blick auf die Uhr, weil ich glaube, meine Zeit ist jetzt auch rum.
Und dann machen wir nämlich hier den Break und machen beim nächsten Mal die Sache mit Martha. Und gucken, ob sie uns Kekse gebacken hat. Ja, genau, die Zeit ist um. Jo, ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Und wie gesagt, zeigt mir das auch gern mal wieder. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.